der Mathematik. Unser Lehrer, Herr Dr. Ebel, wird uns heute die Strategie zur Berechnung von Streckenlängen mithilfe der Strahlensätze erklären. Und dazu haben wir auch schon ein Tafelbild für euch vorbereitet. Ja, danke Mädels. Das war die Sophie und die Vivian, die uns hier sehr aktiv heute geholfen haben. Es geht also um eine Strategie. Da sollte man von Folgendem ausgehen. Man zeichnet erst eine Strahlensatzfigur, und zwar die gesuchte Strecke natürlich enthält. Dann erstellen wir eine Verhältnisgleichung mithilfe des ersten bzw. des zweiten Strahlensatzes. Und wir wollen das Ganze jetzt an einem Beispiel betrachten. Dieses Beispiel geht von folgendem aus. Wir haben an den Stellen A und B eines Sees und dort befinden sich Anlegestelle für Boote. Und um nun die Entfernung berechnen zu können von der Position A zur Position B, sind einige Werte angegeben. Und zwar haben wir die Entfernung PE mit 96 Metern, dann die Entfernung mit AE mit 58 Metern und sogar noch eine dritte gemessen. Ja, und jetzt soll die Entfernung der Anlegestellen berechnet werden. Und da gehen wir jetzt mal mit der Kamera langsam hier rüber zu dieser Skizze. Ich wiederhole nochmal, wir haben also PE mit 96 Metern, dann EA, wo ist diese Strecke? EA ist gegeben und wir haben auch wiederum gegeben die Strecke EF. Steht hier nochmal dran, Kamera zeigt das. So, jetzt wenden wir den Strahlensatz an und zwar EF, die Strecke EF wäre EF, verhält sich zu AB, also diese roten Strecken, wie PE, das ist PE zu PA, das ist der zweite Strahlensatz. Wir sehen aber, dass das PA sich selbst nochmal als Summe darstellen lässt. PA, wo haben wir es? PA ist ja dann PE plus EA. Die Werte eingesetzt ergeben 66 Meter zu der Strecke X, wie 96 Meter zu der Summe. So, was war nun die Strecke X? Die Strecke X ist ja eigentlich dieses Stück hier, ne? Dieses Stück. So, jetzt haben wir hier wieder eine Proportion. Und diese Proportion wird ja immer so ausgerechnet, dass man das Produkt der gegenüberliegenden Größen ausrechnet. Also ich könnte das Produkt bilden und das mit dem gleichsetzen. Das haben wir hier gemacht. Also x mal 96 Meter, steht hier, mal 66 Meter mal, und dann haben die beiden Mädels das gleich ausgerechnet, also 154 Meter. Die Gleichung nach x aufgelöst würde ja bedeuten, wir müssen diese Gleichung durch 96 Meter dividieren, kommen zu dieser Betrachtung und haben 66 Meter mal 154 Meter durch 96 Meter sind dann 106 Meter. Das heißt, dass diese Entfernung hier tatsächlich 106 Meter beträgt. Und damit haben wir nochmal ein Beispiel für die Berechnung des zweiten Strahlensatzes betrachtet. Ich würde sagen, einfach mal anschauen, wenn nicht, fragen, was war hier los an Sophie bzw. an Vivian, könnt ihr jederzeit in der evangelischen Schule in Schönefeld euch informieren. Das war's für heute. Gut.